Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play von FIFA 15 bei der Karriere mit Gladbach. So, unser Spieler, ach ne, ungelesen noch nicht. Von wo? Von den Spielern. Naja, du wirst spielen, aber nicht so viel. So. Simulieren wir das hier. Blablub. Oh, Werner haben wir ausgeliehen. Wunderbar. Jetzt weiß ich wieder, was wir gemacht haben. BVB führt schon 1-0. Augsburg führt 1-0. Wir sind 1-0 zurück und wir haben 1-1 gespielt. Korb hat die rote Karte gesehen von Cesena. Ui, Volta. Und Dortmund gewinnt 2-0. Augsburg 2-2. Ist ja irgendwie klar gegen City. So. Und jetzt lassen wir mal ein bisschen. Köln sollte keine Probleme haben. Wir brauchen einen Linksverteidiger. Livin Corsa war 51 Millionen Euro. Raphael überdacht. Wir sollten so 17 Millionen rausbekommen. Sagt mein. Ja. 17 Millionen, das war's ja. Weiter. What? Saisonprognose 12? Das ist schon sehr schlecht. Transferangebot von Dahoud hat eine große Karriere vor sich. Naja, gut. Große Karriere, erfordern große Summen. Aha, ja, gut. Komm weiter, ich will jetzt endlich spielen. Mano. Ist mir da wurscht eigentlich alles. Ich will keine Transfers tätigen. Siebter! Oh Gott! Ja, endlich! Nein! Transferangebot für Max Kruse. Kruse. Wir wollen so viel haben. So, ach, Parma war das. Naja. Pokalrunde 2. Gegner. Erster FC Nürnberg, jawohl. Hopp. Alles so einen Tag zurück und einen Tag vor oder was? Ja, egal. Wir wollen ja nicht spielen. 18. für Paderborn, ja. Hey, das Geld für Kruse ist schon richtig geil. Wir machen mal 21. Wenn die das annehmen, haben wir richtig schön zappen Geld, um Lieblingsspieler von mir in der Bundesliga zu holen. So. Alter. Das ist doch nicht mehr wahr hier. Ja, warte, ich muss meinen Controller noch. Aha. Ach komm, 21 Mille hätte doch ruhig geben können. Menno, ich bin einsatzbereit. Ich werde spielen, ja. So, da machen wir es jetzt mal mit der. Die Mannschaftsaufstellung schnell machen. So. Gut, ich habe gerade gesehen. Der hat Tempo wie Sau, der Junge. So schlecht ist der Hut gar nicht. Ach Gott, da haben wir ja auch noch einen Sturm und Kruse halt. Wer wird rausfallen dafür? Brauers, Rule Brauers. Janschke wird
doch vergaß niemals Tränen. Ich geb weiter drauf, lass mich nicht so sehr fickt, nicht so schlimm. Als wenn du an Problemen erstickst. Ich hab jeden Tag Schiss, dass was Schlimmes geschieht. Doch bin immer bereit. Tja, wir setzen halt auf die Jugend und auf Ausländer. Obwohl, scheint sich so. Das ist ein Deutscher. So, da kommt der Herr Browers wieder rein. Ich will spielen. Ehrlich gesagt. So, zurück, back und ab gegen. Geht's gegen Stuttgart. Heimtrikots. Ja, ich bin in den irren Roten. Ja, können wir so machen. So, irgendwie alle hier auf dem absteigenden Ast bei mir. Mal schauen, was ich hier in meiner ersten Profi-Saison machen kann. Ach komm, das habe ich doch schon alles fertig. Ja, das habe ich schon fertig. Hier. Ganz einfach aus, locker aus dem Fußgelenk. Hier, als ob ich das noch nicht fertig habe. Hier, bam. Und jetzt mal, oh Gott, weiter. Wie schön, so. Wir dürfen dieses Spiel für Sie kommentieren. Unsere Namen sind Frank Buschmann und Manni Breukmann. Also ich versuche jetzt erstmal mit der Taktik hier von und eine Gladbach hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit Borussia Mönchengladbach gegen den neue VfB Taktik Stuttgart. Gescoutet für mich. Und nun alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann. Und ich schicke jetzt einfach mal Kruse. Auf den beiden Weg. Oh, Kruse. Der Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Wunderbar, wunderschön Eckball. Doch, oder? Hineingehen! Was? Achtung! Ja. Und boah, er verzieht! Das hat so viel zu tun gehabt, der Jens, aber. Ja, das war jetzt nicht so schön, die Aktion. Ich hätte ihn doch schließen können. Jetzt habe ich ihn. Du machst heute kein Eigentum, Herr Kramer. Der Gladbach-Fan muss manchmal leiden. Neben großartigen Erfolgen wie 5 Meistertiteln ist der Verein auch schon 2-mal abgestiegen. In der Saison 2010, 2011, da wäre es fast so weit gewesen, doch die Fohlen konnten das soeben noch verhindern. Der Weltmeister allein gelassen. Platz 4. Oi. Der geht ins Aus. Mann, Luft in die Weiler. Keine Gefahr, nur Abstoß. Oh, das ist ein Traum. Kruse und Kramer. Mann, die Zeit läuft ganz schön langsam. In jedem Mist wird sie gestoppt. Patrick Herrmann. Oh, Mann. Und nun Christian Gentner. Man merkt irgendwie, bloß bis jetzt online gespielt fast nur. Und der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Nordwald. Ja, Christoph drüben. Kramer. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Ball im Aus, gibt Einwurf. In die Wolken. Raphael. Und nun Traoré. Christoph Kramer. Über wir die Flügel. Über den Handball oder auch nicht. Und dieser Schuss, liebe einfach Fußball, Handball Freunde, und Strafraum kein rumspielen. Qualitätsnachweis. Wir haben ein bisschen länger Zeit als eine Minute. Beide Rangelei um den Ball. Oh Gott. Maxim. Er hat mich da gerade ausgedrückt. Der muss verpflichtet werden. Er will den Ball nicht verlieren. Er holt ihn sich zurück. Wille pur. Genau das ist oh. Es. Da müssen wir auf Nummer sicher gehen mit Kruse. Und die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Was denn das? Jetzt kommen wieder diese dummen, komischen Abseitsentscheidungen. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Ey, Junge! Im Ansatz ein überzeugender, ruhiger Spielaufbau. Aber dann können sie den Ball nicht behaupten. Kruse. Da steht er gut und deswegen hat er null Probleme. Ja, aber das war auch nicht wirklich eine schwierige Aufgabe. Raphael.
So leicht darf man es dem Gegner nicht machen. Und nun Ivicevic. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Raphael. Etwas zu unkonzentriert hier. Und nun Ivicevic. 4-2-3-1 ist nicht so meins. Eine souveräne Leistung des Verteidigers. Die Taktik. Rausch. Oh, und Mann, ich komme hier nicht zum Zugriff. Und das, obwohl bloß gegen Stuttgart spielt. Julian Kopp. Soll nicht schlecht klingen, aber Oskar Wendt. Die Mannschaft in der Bundesliga. Und nun Traoré. Du hast Tempo, du kannst eigentlich durchgehen. So. Und Achtung, der könnte passen. Jetzt. Nein, da wird der Trainer zufrieden sein. So, Neuaufbau, andere Seite. Patrick Herrmann. Jawohl. Schuss aus! Oh, da ist noch alles. Hey, Elfmeter! Jawohl! Elfmeter. Keine Diskussion. Elfmeter für die Borussia aus Gladbach. Das ist rote, oder? Nee, gar nicht. Raphael. Oh Gott, der geht vorbei. Gehalten. Ja, oh, hab ich ein Glück. Wie der danke, es Junge. Gemacht hat. Ganz souverän. Danke, ohne Junge. Jedes Problem. Oh Gott, das war ein dünner Elfmeter. Immer eine heikle Sache, so ein Elber. Aber er hier, hat es geschafft. Was gehabt. Sein Strafstoß, oh, der war oft dünner. Nur eine Frage der Psyche. Mein Saisonziel ist natürlich, ich muss ja und nun Ivicevic. Hier holt er sich sauber den Ball zurück. Vom HSV in der Tabelle steht. Das ist meine Devise. Nordwald. Und in der Mitte, da warten sie schon. Sofort abgezogen. Boah. Oh. Und auch den zweiten Versuch vereitelt. Jetzt sehe ich und diesmal einen Tick hält offensiver er ihn auch fest. Und schon kommen wir zu Chancen. Die kommen auch zu Kontern. Ein What? Freistoß, eine What? Entscheidung, über die man nicht reden muss. Gott. Oder haben sie sich nicht viel Zeit gelassen? Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Boah. Das wird ganz gefährlich. Ey, die mit zwei Torschuss oder was jetzt so kommt. Nee, gegen mich. Jawohl. Eine knappe Pausenführung. 1-0 nach 45 Minuten. Viele Tore haben wir nicht gesehen, Buschi, aber wir haben ja noch 45 Minuten Zeit. Ja, und da will ich mal hoffen, dass da ein bisschen mehr kommt. Ich setze voll auf die zweite Hälfte. 4-1. Gucken, hier kann man neue Taktiken verstellen, schnell. So wird es mir schon ein bisschen besser gefallen. Ich probier mal 4-3-3. So, hier kommt Werner hin. Hier ist Hazard. Oh Gott. Ich lasse lieber einen deutschen Kruse spielen. Du kommst dorthin. So. Die lassen wir ein bisschen tauschen, dann kommt vielleicht nochmal Hahn rein. So, und das Spiel wird jetzt fortgesetzt. So. Ich habe ehrlich gesagt schon länger drauf gewartet. Jetzt kommen zwei frische Kräfte. Oh, was? Ey, komm. Und die Angreifer wieder gestoppt. Jawohl. Vorteil, das könnte was werden. Werner, gegen seinen Ex-Verein. Oh, Gott. Den Ball sofort immer dieses Geblocke, ey. Nicht fallen lassen. Festgehalten. Super. Maxim.
Julian Korb. Ah, der war ein kleines Stück zu weit. Oder? Hat dann noch. Und nun Traoré. Das muss es sein! Gutes Stellungsspiel in der Abwehr. Ja, auch bei diesem Flankenball. Jetzt rücken die alle wieder zu weit auf. Aber ich habe ja meinen Timo Werner. Kruse. Zweikampf um den Ballbesitz. Und? Och, Scheiße. Jetzt liegt endlich der Stuttgarter gelb. Für dieses Foul sieht er gelb. Spielt er noch in der Bundesliga. Mensch, du lässt dich aber heute Zeit, der Ulreich. Maxim. Jawohl. Und nun Martin Hanek. Nein. Hürschek. Eine Scheiße mal mit Janschke. So sieht das der Trainer gern. Ungezeigt. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. So, ich mache mal ein Tempo. Boah. Es muss Einwurf geben. Ich will auf Nummer sicher gehen. Ja, vielleicht eine Traurie umgerupst. Patrick Herrmann. Klasse. Wie er den Mannschaftskameraden an der Außenlinie sieht. Boah, der Ball kommt gut rein, trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Ja, tolle Chance. Tor. Guck mal hin. Nein. Manche Spielszenen verstehe ich einfach nicht, muss ich wahrscheinlich auch nicht. Nee, das ist auch nicht zu verstehen. Oh, Mann. Ein locker Tor für die Borussia, gegen die Borussia geschossen. Dann bei dem verzweifelt doch schon. Ja. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Kennt man. Der also Schiedsrichter zögert überhaupt jetzt nicht. Gelbe die Karte. Die Engine, die Spielengine, die geht härter gegen einen vor. Ja, der Ball jetzt mal mit. Tor aus. Eckball. Und der Ball kurz getreten. Oh, Scheiße. Er versucht es mit einer Grätsche. Nein. Ja, schade, Elfmeter vorher haben die jetzt nicht mehr, bitte. Aber Ecken.